Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust mit dem lieben guten Alex. Und wir haben ja letztes Mal hier uns geankert, ne? Alex und ich. Und wir haben hier eine Eingeborene gefunden, die nehmen wir mit. Und zwar die liebe gute Tachi haben wir hier gefunden. Die läuft hier irgendwo rum. Wir müssen die mal suchen. Tachi! Ach, richtig, die suchen mich gerade was zu essen, weil die hat tierischen Hunger. Sascha, da oben ist sie. Wo? Auf dem Berg. Da oben. Da steht sie. Da ist sie, wir haben sie gefunden. Sie wirft Anker nach uns. Sie will uns angeln. Genau. So. Daneben. Genau, die Tachi ist nämlich dabei. Sie, Pass auf, das Fälschern. Will uns ein bisschen, sie will uns ein bisschen begleiten und ein bisschen sich auch vom Hai anknabbern lassen. Hallo Tachi, genau, auf jeden Fall. Richtig. Ja, wo ist der Hai? Ah, das ist okay. Fängt das schon gut an. Das zum Thema später nicht rumbrüllen. So, ich würde sagen, wir können ablegen, ne? Weil. Ja, würde ich auch sagen. Er knabbert irgendwo. Dann, nein, lass unser Boot in Ruhe! Wie sie beide gleich dahin laufen, gell? Diese Mieser. Diese kleine miese Ratte. Ja, wisst ihr was, der Anker ist oben, ne? Aus welcher Richtung kommt denn der Wind? Kommt aus der, dann. Das Segel mal. Ich weiß gar nicht, wir hatten Essensprobleme. Nein, hatten wir nicht. Nee, hatten wir nicht. Wir hatten Schrottprobleme. Gebt mir einen Speer, ich mach den Hai kalt. Der macht dich kalt, vertrau mir. Das glaubst doch nur du. Nee, das weiß ich. Habt ihr den auch schwer eingestellt, oder? Nee. Der ist auch normal. Lass ihn leben. Mann, der muss ja auch ein bisschen, ne? Richtig, der hat gar nichts gemacht, ja. Was soll Hunger. Ich jetzt machen? Ich baue hier gleich so einen kleinen Steg rüber und mache mir meine eigene kleine Fläche. Geh. Geh von Bord. Oh, jetzt habe ich keinen Anker mehr, wollte ich gerade sagen. Keine Speer mehr. Nee, das geht leider nicht. Das habe ich ja gesagt. Das wäre halt wirklich cool, wenn das funktionieren würde halt, ne? Ja. Nee, ich mach so einen kleinen Steg und dann so zwei breiten Steg und dann so eins, zwei mal zwei. Und dann mache ich da so meine kleine eigene Fläche. Ja. Ich will aber ein Haus bauen. Das kommt doch noch alles hier irgendwann. Könnten wir bitte erstmal so weit gehen, dass wir es überleben hier? Und wir eine viereckige Form haben irgendwann. Genau. Wenn ihr irgendwo mal. Da hinten sind die ganzen Gegenstände, ja. Die kommen gleich. Wir müssen nur warten, bis sie mit dem Strom schwimmen. Sie kommen nicht, sie erscheinen. Sie tun in meinen Blickwinkel kommen. Wie wir alle das haben wollen. Also wir stellen schon mal fest, dieser. Folge mit der lieben guten Tachi wird sehr lustig. Ja. Holz! Ich habe ein Holz. Warte, Schrott bekommt man bei Inseln, ne? Ja. Ja, klar. Ja. Okay, dann werden wir bei der nächsten Insel auf jeden Fall handeln. Handeln? Halten. Ach so. Ich habe handeln verstanden. Ich wollte gerade sagen, hey, wie geht's da? Handel, ey! Alle Guides heißen an einem winziges Teil ran. Sag mal! Gönn mir doch auch ein bisschen was! Ey! Da oben sind die Vögel, Sascha! Hm? Da. Ich um mein Holz. Genau. Auch ein Speer. Willst du einen haben? Ja, aber bitte ein Metallspeer. Ja, den kann ich nicht. Wir haben alle Holz.
Hier gibt's nichts Metallmäßiges. Die Sonne geht auf, Männer und Frauen. So, ich habe alles, was ich wollte. Ich schwimme dann jetzt mal davon, ne? Ach so, okay. Alles gut, wirklich. Lass dir ihre ganzen Sachen weg, Sascha. Nee, ich klaue sie nicht. Du tust sie an dich reißen. Ey, Sascha, unsere Vogelscheuche hier hat einen Arm verloren. Nein. Doch, ich glaube, dir geht's nicht gut. Der Hai greift an! Haltet ihn auf! Oh. Aua. Tat's weh. Ja. Tat's weh, als du vom Himmel fielst. Danke. So. Ich glaube, sie schämt sich gerade. Sie hat sich zwischen unsere Bäume gesetzt und jetzt sitzt sie hier. Oh. Ich dachte, da kommt was. Ich dachte, da kommt was. Kommt was. Komm, jetzt hier. Mach was. Ja, mach was. Oh ja, sie hat es geschafft. Und Blätter dazu. Mach was. Blätter zum Arsch abwischen. Perfekt. Irgendwie das Gewitter draußen oder weiß ich nicht. Schön wär's, würde es bei uns gewittern. So, Plastik brauche ich, okay. Ich habe eine Kiste. Kiste. Ha! Ey! Habe ich das ernsthaft gerade aus der Kiste rausbekommen? Nee, die habe ich da hingeworfen, alles gut. Warum? Also wenn es ein Haikopf war, ja. Nein, das war kein Haikopf. Nee, was war das sonst? Ein Haikopf habe ich gerade weggeworfen. Das war ein Haken, ein Metallhaken. Ja, dann hast du den rausgeholt. Das kann sein, ja. Ja. Das war so ein. Der ist so bei ein Drittel nur noch, aber egal. Den benutze ich dann zum Abbauen. Ach, hier ist übrigens ein Speer drin in der einen. Tachi. In der einen was? In der Truhe hier, in der hier, ja. Dann kannst du das mal kaputt machen. Weg von Karl! Karl? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich auch nicht mehr. Ich weiß, dass Karl mein Staubsauger heißt. Ernsthaft? Mhm. Läuft. Das ist Gustav. Wie haben wir den nicht auch Gabi genannt? Ich weiß es nicht mehr. Nein, das ist Gustav! Okay. Karl. Nein, das ist Gustav. Gabi. Nein, das ist Gustav. Gabi. Nein, das ist Gustav. Gleich haben wir einen Song. Gabi. Nein, das ist Gustav. Gabi. Nein, das ist Gustav. Gabi. Nein, das ist Gustav. Ihr wollt das haben, ich hol's mir. Nee. Nein. Das war ein dummer Gedanke, wa?
Wie die Hände in Altersspringen sind daher. Und wer bekommt's? Eine Frau. Das haben wir dir gelassen. Das war einfach aus nur. Mitleid. Aus ich wollte gerade sagen, das war nur Mitleid, dass wir jetzt hier gelassen haben. Genau. Da hinten ist noch eins, da könnt ihr ja hinschwimmen. Ich habe auch keine Lust mehr zu schwimmen. Mir geht es nicht so gut. Machst du selber schuld. Meine Beine tun dolle weh. Ja, trinken bräuchte ich auch mal. Irgendwo ist eine Tasse. Ich trinke aber nur aus Flaschen. Das ist ja nicht unser Problem. Vertustest du halt. Ich crafte mir eine. Ich wollte gerade sagen, crafte dir einfach eine. Insel links. Ja? Ja. Links? Hier auf meiner Seite. Ja, wir ein bisschen. I see. Da schwimmen wir direkt drauf zu. Oh. Dieses böse Vieh. Ah! Ich springe daher. Okay, das tut mir leid, so war es nicht gemeint. So war es nicht gemeint. Ja, endlich eine Insel. Ja. Eine Insel voraus! Wer schwimmt mir schon mal voraus, um den Hai zu töten, damit wir abbauen können? Abbauen können? Der ist jeden Moment tot. Lass ihn doch, ist doch egal. Nein, Mann, ich will nicht sterben wegen dem Hai. Ja, können wir ja leichter machen. Also. Meins? Oh, verdammt. Verdammt. Geil! Damals ging das. Dass du das mit anderen anklauen konntest, während es noch am Anziehen war. Damals. Wir sind aber nicht bei damals, wir sind bei heute. Okay. Ruhe jetzt hier auf dem Schiff. Ich hab doch gar nichts gemacht. Gar nichts. Nur eine Bier getrunken. Oh, es gewittert. Oh, ich gewittert? Ich glaub schon, hört sich so an. Oha. Warum gewittert hier nicht, Sascha? Das weiß ich nicht. Ey, wir haben so viel Holz, ne? Let's go, ey. Ey, Sasch, wenn ich dich mal wirklich mal besuchen komme, dann muss Alex auch vorbeikommen. Und Drop? Nee, machen wir Party, ey. Habt ihr auch einen Anker? Ah ja, habt ihr. Ja, klar, haben wir. Das. Wir sind ja hier schließlich Profis. Ich lasse den Anker runter. So, ich wünsche euch alles Glück der Welt beim Abbauen. Erstmal versuche ich jetzt gerade den Hai zu. So, sag ich, nehme mal eine Riesenmuschel mit für dich, ne? Nee, brauche ich ja nicht mehr. Nee? Nö. Ja, wusste ich. Ich wollte dich nur testen, ob du dich noch erinnerst. Ja, super. Ja, der Hai greift mich übrigens die ganze Zeit an. Ja, eben war bei mir. Bei mir war er jetzt. Er war wieder bei mir. Ach, ist er genau neben mir. Nehme alles mit, was ich mit ihm kann, ne? Ja. Willkommen zu mir. Mann, ey. Oh. Er ist tot? Perfekt. Jetzt haben wir Zeit. Ja. Dann nimmt die Zeit. Tut sie nutzt. Nutzt die Zeit. Leute, ich habe euch Zeit verschafft. Nutzt die. Eigentlich habe ich ihn abgestochen, aber ja. Gehst du mal bitte weg? Hier ist mein Abbauplatz. Das steht hier nicht. Doch, den habe ich reserviert. Unter welchem Namen? Fachi. Okay, perfekt. Kannst du nicht beweisen. Oh, ich brauche Luft. Unwichtig. Wird überbewertet. Okay. Wenn ich sterbe, ist es eure Schuld. Fahren wir weiter. Okay. Richtig. Das ist der Codex. Genau. Das ist wie in Fluch der Karibik. Wenn ein Captain geht immer mit seinem Boot unter und wer runterfällt, wird er zurückgelassen.
Hat jemand was zu essen dabei? Ich brauche Essen. Dabei nicht, nee, aber auf dem Boot ist welches. Hier ist ein Boot. Okay. Ist das Boot hübsch? Ja, ne? Naja, ne? Geht hübscher. Jetzt würde ich aufpassen, ja. Nein, das ist super, super hübsch. Das finde ich auch wunderschön. Das ist super, super schick. Danke. Wo ist hier Essen? Da ist Essen. Hoffe ich. Ist hier Essen drauf? Hier ist Essen, ja. Wenn nicht in der einen Kiste, ist auch Essen drin. Die vor den... die da mitten im Weg steht, in der Mitte. Nehmen wir mal eine Mango. Kann mir jemand einen neuen Haken machen? Ich brauche einen neuen Haken. Kannst du den nicht selber einen machen? Kriegst du das nicht hin? Hab ich. Hi, da hinten schwimmt jemand. Das ist ja schon. Wo bist denn du? Also ich bin auf dem Boot. Ich nehme alles mit, was hier auf dem Boden liegt, ne? Mach das. Ja, nimm euch bitte. Das brauchen wir immer. Haben oder nicht haben. Genau. Mal gut weglooten hier alles. Bevor der Hai wiederkommt. Der Hai ist wieder da und er wollte mich gerade. Irgendwie ganz stürmisch zu werden. Der Hai will gerade mein Leben ficken. Blätter gibt's. Oh. Ich kann den Hai nicht treffen. Ist das eine Fata Morgana? So. So, so, so. Lass erst mal fertig werden, nicht verdurst. Also ich bin gerade wirklich am überlegen, ob ich dieses Ding hier zur Seite mache, da drei Wände hinpacke und die Kisten ordentlich an die Wand hänge. Da passen da nämlich insgesamt 6 hin. Mann, ich finde mein Feuerkorb aber super. Ja, den kannst du doch dann. Die Kisten liegen ja mit Absicht so. Ja. Die sind ja geordnet. Hier ist Essen drin, da ist sowas drin. Dann hat man aber 2 für Essen, 2 für Materialien, 2 für Erze, keine Ahnung. Dann nehme ich mein Feuer weg. Stell ich das hier hin, damit wir was sehen können. Existenziell. So, ja, ich würde sagen, dann fahren wir erstmal weiter. Ich glaube, wir haben. Ja. Jetzt steht Gustav im Weg. Nichts gegen Gustav, ja. Gustav kommt da nicht weg. Ja, okay, Gustav, komm her. Okay. Jetzt stehen die Wasserdinger im Weg, warte, ich mach nicht das anders. Ernst, oder? Dann packe ich hier noch eins hin. Was brauche ich? Gut, ich brauche Scharniere und Seile noch. Na, Seile sind ja noch da. Haben wir Scharniere? Ja. Hier in der Truhe, in der hier. Ich habe unser Boot schon echt groß gebaut. Ich bräuchte wieder Essen. Finde ich schön. I need food, please. Can somebody help me? I need food. Auf dem Grill liegt Fleisch vom Dingsamster hier. Hi. Hi.
Thank you. Haben wir jetzt? Ja. Sicher kommt der Wind. Ja. Hey, es passen sogar drei übereinander. Na, guck mal. Drei, drei und dann hier nochmal drei. Dann schmeiße ich in die untere Kiste schon mal Materialien wie Plastik, Blätter, Steine, Holz. Und in die da drüber packe ich Erze rein und halt Lehm und Sand zum Beispiel. Mhm. So. Und Seetang. Dann tue ich mal ein wenig sortieren, ne? Ja, mach mal, alles gut. Tue ich auch schon mal hier ein bisschen alles gezielt irgendwo hin platzieren. Sascha, wie viel hatten wir gesagt nach vorne? Also für eine Länge vom Boot? Weiß ich gar nicht. Genauso viel, wie wir die Breite gehen, damit wir so einen Quader haben? Oder? Ja, ich glaube ja, wollten wir machen. Okay. Was sagt ihr bis jetzt zu meiner Sortierung? Sortierung. Boah, machen wir so. Mach mal einfach. Wird schon passen. Richtig. Und wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Er beißt irgendwo. Da! Ja? Oh nein! Zu spät. Arschloch. Ja, egal. Hauptsache er greift die Netze nicht an. Ja. So Holz und sowas ist jetzt oben in der Kiste. Ja. Und dann verlagere ich Erze und sowas verlagere ich jetzt ein weiter nach unten. Jo. Vorne sind die oberen. Darauf scheuere ich mal zu. Obere beiden Kisten sind dann nämlich Erde und sowas. Holz okay. Und sowas. Ja, dann kann man wirklich bald ein Häuschen bauen hier hinten, ne? Ja. Okay, da sind die wichtigsten Sachen drin. Dann packe ich hier mal eine Reihe Steine mit rein und die Seile. Das Leder schmeiße ich da auch noch mit rein. Das, dann kann ich die Kiste nämlich nehmen. Kann die hier noch dran klatschen. Na. Ey, lass... Nein! Haha, alle rennen sofort hin. Wer nimmt sie auf? Soll ich aufnehmen? Ich hab nicht so viel Platz im Inventar, sondern du ruhig. Ich muss hier die ganzen Bäume erstmal wieder wegmachen. Ich hab Vogelfleisch. Taube. Dann packe ich hier unten auf der anderen Seite jetzt die Essenskiste hin. Insel voraus! Ja, ich lenke ja schon drauf zu, hab ich gerade.
Oh nein. Das ist ich muss mich opfern. Hat er dich überhaupt getroffen? Nein, hat er nicht. Gucke, nichts mit Opfern hier. Professionelles Gameplay. Oh, Essen kommt jetzt hier rein. Dann wird das, dann wird das. Ich habe die Netze so fiktiv aufgebaut, wie es geht. Also einmal rum macht ja eh keinen Sinn. Wenn die Netze einmal rumplatzieren ums ganze Boot. Boah, nee, alles gut. Es ergibt ja nur Sinn, wenn wir das in zwei Richtungen machen. Weil egal wie das Boot schwimmt, die Items fallen ja trotzdem in die Netze rein. Das sind Palmendamen. Ja, ich habe gerade übrigens aus vier Bäumen nur einmal Palmsamen gekriegt. Das ist natürlich uncool. So, die Kiste packe ich dann jetzt hier oben drüber. Ach so. Und da kommt erstmal Krimskrams rein, wie Federn und solche Sachen. Ja. Wie Becher, Pfeile, Bogen. So. Sieht gut aus, die Sortierung? Ja. Wollt ihr dann doch mal was essen? Als Stroh? Glaube ich mit zwei Melonen. Auch für Wasser. Okay. Sind wir echt da an der Insel? Ja, sind wir. Ich lasse den Anker mal runter, ne? Ankerlichten! Zack. Er greift an. Finger weg von meinem Boot. Wo ist er denn? Hab ihn. Alles gut. Boah. Bitte. Okay, ich habe jetzt das Plastik und Schrott habe ich jetzt eine Etage tiefer gelegt, weil hier oben ist dann Holz und Blätter. Ja, okay, jo. Super. Damit da dann doch ein kleines bisschen mehr Platz ist. Ja, super. Jetzt wisst ihr, warum wir diese Frau mitgenommen haben, die wir da auf der Insel gefunden haben. Die hat eine sehr gute Planungsfähigkeit. Richtig. Arbeitest du im kaufmännischen Bereich? Nein. Ne? Nein. Kommt mir so vor. Warst Wieso? Du schon auf See? Nein. Kommt mir so vor. Hast du bei Pirates of the Caribbean mitgespielt? Nein. Kommt mir so vor. Okay, jetzt reicht's auch. Soll ich mich sonst darum kümmern, hier eine kleine Hütte hinzuhämmern? Ja, muss ja nicht klein. Mir ist es. Ich kann sagen, klein muss ja nicht sein. Mir ist es egal. Ja, erstmal eine kleine. Das kannst damit du gerne tun. Damit wir so einen kleinen Platz haben, wo dann zwei oder drei Betten hinkommen und wo die Kisten schon mal drin sind. Nee, das will ich nicht. Ich möchte mit einem Bett mit Alex schlafen. Genau. Dann halt zwei Betten und dann kommt mein Bett halt in separat. Finde ich nicht gut. Ich will meinen Anwalt hören. Dann mache ich das halt so, dann baue ich eine kleine Hütte, wo die Sachen reinkommen und mein Bett und dann baue ich separat daneben noch mal eine kleine Hütte, wo eure Betten nebeneinander das reinkommen. Das ist eine gute Idee. Ich bringe das wirklich. Oh Mann. Nein, alles gut. Alles Jutti Palutti. Pass auf, das ist ein Hai. Ich habe ihn aber zweimal getroffen. Ich wollte mich mal kurz mit dem anlegen, einfach weil ich Lust drauf hatte. Ach so. Vielleicht wollte er das ja aber nicht. Ja, der hat aber genug Hits, also der macht nicht mehr lange.
Dann mache ich gleich erstmal die Fläche neben dem Anker, also hier, mache ich eine Vier-Hütte, wo ich das Lager reinbaue. Jo. Ja, du solltest es ja aber irgendwie so machen, dass die Netze dann Ja, nicht reinkommen. die erste Ecke ist hier halt so. Ach so, okay. Ja, Die ja. Netze sind da draußen. Perfekt. So war meine Planung. Dementsprechend könnte das Bett theoretisch, wenn es passt, auch da stehen bleiben. Ach so, ja gut. Wenn das so ist, ich Dafür nehme die brauche ich Sachen aus aber Kiste und etwas mach mir welche. Holz. Das sollte jetzt mal kurz sein, glaube ich. Ich glaube, Er der soll. Hai macht nicht mehr lange. Daheim oder wie? Der ist bald finito. Bald finito. Guck hier, so wollte ich halt, dass die Ecken halt so hier ist. Ja, kannst du machen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, und dann so, und dann halt zack, und dann wollte ich halt ungefähr hier so, hier an den beiden, einen von den beiden Flächen wollte ich dann die Tür hinmachen. Und ich sollte was essen. Hühnerfleisch. Oder ich mache es zwei breiter. Dann könnten wir theoretisch nämlich die Sachen hier stehen lassen. Dann kommen die hier schon mal mit ins Haus. Die hier. Mach. Auch gerne tun. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal das Segel hier hinten ins Eck platzieren. So. Ich brauche mehr Holz. Oh, ihr habt Holz geholt. Das ist sehr, sehr, sehr Ich habe gut. sehr, sehr, sehr viel Holz geholt. Ich war sehr lange am Farmen dafür. Okay, dann muss ich das Haus aber einen weitermachen. Aber dann ist der Anker im Weg. Das ist auch scheiße. Oder nee, warte. Aber das Ding. Wenn nicht Baum den, wenn nicht Baum den Anker rum, so ist der Anker auch im Haus ist. Nee, ich habe eine Idee, wie ich das Dieser mache. doofe Hai. Oder war der nicht gerade da? Ich weiß nicht, ich habe auch irgendwas gehört. Ich hätte schwören können, der war gerade da. Vielleicht hat er uns Ah, verarscht. ich mache das so, aber jetzt ist die Katze im Weg. Die Alles gut, Katze? jetzt kommt doch eh nicht weg. So, jetzt so. Oh, ich brauche mehr Holz. Wir haben eine Katze an Bord. Die hast du da so hingesetzt. Und dann ein Türchen. Dafür brauche ich drei Nägel. Geh mal aus der Kiste da raus. Brauch Schrott. Wo ist Schrott? Wo haben wir nochmal Schrott? Schrott haben wir gar nicht, deswegen meinte ich ja, dass wir. Was habt ihr mit dem ganzen Schrott gemacht, sag mal? Ist doch da Ich oben schwöre mal, in wir der haben keinen Mitte Schrott. drin, in der Mitte. Ach doch, ja gut. Ne, ihr müsst mal die Mussi, Augen tut mir leid. aufmachen. Tut mir leid, ich war noch nicht an den Kisten dran. Ihr müsst mal die Augen aufmachen. Es tut mir doch leid. So, warte mal, dann mache ich jetzt mal das Segel wieder hoch, damit wir hier weiter düsen können. Jetzt fehlt dann noch das Dach. Okay. Ey, guck. Ey, das sieht sogar ganz gut aus mit der Fackel dann da in der Mitte. Wer hat hier die Sachen hingeschmissen und warum zur Hölle? Alles gut, das ist nur Müll. Also Dann eigentlich doch schmeiß nicht. es doch. Es tut mir doch leid. Ich sammle das hier gerade alles ein Schild. Werft doch in den Mülleimer. Bitte beruhigen Sie sich. In welchem Mülleimer? Wir haben hier einen Mülleimer. Nö. Ja, gut, perfekt. Werft wieder Schmeiß ins es Meer. raus in die See. Sehr vorbildlich. Okay. Hier ist jetzt die Krimskramskiste. Erstmal. Bis ich eine richtige Krimskramskiste habe. Also brauche ich hier doch Schrott, Seile und Scharniere. Ich brauche Schrott. Was machen wir jetzt damit? Hat jemand eine Axt? Ja. Mach mal weg. Hier ist Danke. ein Fass bei mir auf der Seite. So weit kommst du, glaube ich, gar nicht. Oha! Ich Vorne, würde mal vorne. sagen, das war gekonnt. Einfach Hex. Hex, Hex. Ich bin. Das sind Bibi und Tina. Auf Amadeus und Ist unser Sabrina. Wind. Sie reiten im Wind. Nee. Ja, genau, wenn sie reiten geschwind, weil sie Freunde Ja, ist sind. noch. So, ich Ja, hau hier ist schon mal noch. ein Dach drauf, ne? Mach das.
Dann kann da theoretisch auch später die Dingszentrale drauf, wegen Lenkrad und so. Wegen Lenkrad? Ja, halt die Kusch. Oder was sagt ihr? Boah, das ist eine gute Idee, machen wir so. Fässer, Truhen. Oder dann kann ich das hier. Brauch mehr Holz, Leute. Kann ich, bin jetzt am geht Angeln. Das Holz aus. Ernsthaft? Mann. Weil jetzt muss ich nämlich hier. Wir haben kaum noch Palmsamen, das ist echt. Hier kommt eine Truhe. Zwei Stück bei mir vorne. Drei, vier. Bin gleich da. Fischallergie. Ja, ich hab's. Zack. Okay, nee, das ist doch das ist zu gefährlich. Hallo, lass mich doch jetzt aufs Schiff, Mann! Macht ihr da mal, ich baue weiter. Mach das. So. Will man die Essenskisten nicht mal irgendwie so ein bisschen bei den Grill und sowas? Wir könnten natürlich Lasst mich doch, ich mach doch. Wir könnten natürlich auch noch breiter machen. Und wir machen wieder so eine Küche richtig und ach, keine Ahnung was. Erstmal Hauptsache eine kleine Hütte, wo alles reinkommt, okay? Danke. Du hast gelernt, Sofa. Yay. Erstmal brauchen wir eh mehr Holz. Weil Holz, ich will die letzten 20 Holz da nicht verwenden. Sehr nett von dir. Ja, wir brauchen doch noch Holz. Sollten wir mal wieder eine große Insel finden. Damit ich wieder ordentlich Holz fahren kann. Wir werden angegriffen. Nee, es ist nur mein... Es ist nur mein... Haken, der kaputt gegangen ist? Oder wollen wir doch angegriffen? Ja, wir wurden angegriffen. Ja, wir wurden angegriffen. Das ist natürlich nicht so gut. Von einem Fisch. Von einem Haifisch, wenn ich bitten darf. Haifischflosse. Muhaha. Okay. Hast du mir jetzt ernsthaft die Blätter weggeklaut? Nein, ich habe Blätter reingepackt. Achso. Musst du übersehen haben. Weltkugel erlernt. Super. Yeah. Guck mal, so sieht das hier doch schon viel, viel ordentlicher aus. Oder was sagt ihr? Würdest du gerade das Fass abstechen? Ja, ist es. Danke. Bitte. Bietete Kuh heute. Was? So, eine Kiste kommt schon mal hier hin. Das hier ist jetzt die Kiste mit Waffen und sowas. Okay. Mhm. Dann packe ich mal eben kurz die Essenskiste um. Dass die Hauptsache erstmal damit drin ist. Mhm.
Oh, ich weiß, wo ich meinen Feuerkorb hin platziere. Das ist der perfekte Platz. Ja, wo denn? Yeah! Genau hinter dir. Deswegen bekomme ich so einen heißen Arsch. Ja. Ey, die Netze sammeln so viele Sachen auf, so viel Holz. Ja, zum Glück. Das ist richtig krass. Ich habe schon wieder so ein Dekorationspaket. Was haben wir denn jetzt hier drin? Ein Kamin. Ich habe immer einen gegrillten Fisch, ne? Ja, alles gut, dafür angle ich ja jetzt. Brasse, habe ich wieder reingeworfen. Oh, doofe Sache. Hier ist ein Fass bei mir auf der Seite und von vorne kommt auch eins. Bin auf dem Weg. Holz- und Blätterkiste kommt auch schon mal rein. Jupp. Die kommt direkt neben die Tür, also wenn du reinkommst, direkt. Da. Und dann drunter kommen dann die anderen beiden Kisten, dass ihr Bescheid wisst. Oh, während wir auf den Inseln waren, hat die Möwe unsere ganze Melone und so weggemacht. Ja, warte. Ja, ist ja nicht schlimmes bei. Das hat unsere Melone aber toll. Die Melone hat nichts getan. Dann pflanze ich neue. Finger weg von unserem Boot. Er ist tot. Ich sammle ihn ein. Perfekt. Er ist tot. Das hört sich auch an, ey. Er ist tot. Ich sammle ihn ein. Hat jemand mal einen Regenschirm für mich? Nee. Tatsächlich nein. Die Federn schmeiß ich erstmal mit zu da, wo Schrott, Plastik, sowas drin ist. Ja. Mach das. Muss was trinken. Ey, da ist hier für ein dicker Fisch drauf, ey. Der Fass. Hab es. Okay. Oh. Oh. Können die Wände hinten auch weg, ja, ne? Ja, die Wände können jetzt weg. Okay. Ah, oh, perfekt. Oh, guck mal. Wie findet ihr? Was sagt ihr? Ja, ist so ganz schicki hier. Sieht gut aus. Super. Wird doch langsam, würde ich sagen. Hier ist ein Fass, Alex, hier ist ein Fass hinten. Bin auf dem Weg. Schnell. Halte dich an meiner Angel fest. Tu ich, warte. Wo ist die? Ja. Bin dran. Vielen Dank, Sascha. Ohne deine Hilfe hätte ich nicht wieder aufs Schiff geschafft. Ja, super. Bin froh, dass es mir gut geht. Nee. Oh. Okay. Ja. Ich habe wirklich... Du hast mich gern. Schrott geangelt. Wie bist du darauf gekommen? Durch den Ofen wahrscheinlich oder den Forschungszuständen. Durch den Ofen bin ich nicht, ich bin über den Ofen, wenn. Durch den Forschungstisch. Also ich bin bis jetzt schon recht zufrieden. Ich auch. Ah, die Angel ist gleich war's, kaputt. War es doch nicht so doof, dass ich mitgekommen bin, wa? Nee, genau. Ach. Wir sind zufrieden damit, dass wir dich mitgenommen haben. Genau. Ja, wir können ja ich ja bin nicht, guter Lakai. Können dich da ja nicht auf der Insel lassen. Oh, also können wir schon, kann, aber... Wir bringen dich dahin, wo du hingehörst, wieder. Richtig, wir bringen dich zu der nächsten Insel. Verreck. Ey.
Mit dem Kommentar. Der Hai ist wieder da. Meine Angel ist gleich kaputt. Okay. Ja, aber ich habe dann genug Fisch erstmal, glaube ich. Ja, zack. So. Kleiner gut gemeinter Rat, lasst mal neben diesen Wasserflächen ein Holzdings weg, damit man nicht ewig hier nach außen rennen muss, um Wasser holen ja, zu müssen. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Ja, damals, da war das Floß noch nicht so groß, da stand das genau daneben. Also noch neben dem Rand des Floßes. Ja, aber das ist ja immer. Ich kann auch gerade mal überlegen, die beiden Essens-Grill-Dinger hier in die Ecke zustellen, weil hier nämlich auch gleich die Essenskiste daneben ist. Und da packe ich da drunter nämlich noch eine Kiste hin, wo auch noch Essenskiste ist. Mach so, wie du denkst. Erstmal müssen die da, die Fische da fertig gegrillt werden. Oh. Ich habe einen Schuh. Kann man, glaube ich, eine Blume einpflanzen oder so. Ja, kann man. Dann kann man nämlich hier die restlichen. Da kann man theoretisch, wenn das passt, das Bett hier in die Ecke hinpacken. Dann kann man nämlich hier die ganze Seite noch für Kisten benutzen. Genauso wie hier weiter noch. Und theoretisch könnte man die nämlich gucken, dass man die ein bisschen weiter in die Ecke platziert. Und daneben könnte man 2, 3 Kisten platzieren für Erze. Und die Sachen halt, die geschmolzen werden. Dass man das so ein bisschen unterteilt. Ja. Insel voraus. Insel voraus. Ach so, okay, perfekt. Ist noch nicht fertig, ein Wels. Pfeffer ja, drauf, noch ein bisschen Pfeffer, Salz. So, wir haben jetzt auch eine Treppe, Leute. Perfekt. Und auch noch perfekt, dann kommt hier oben dann nämlich der, wo halt das ja, Segel und sowas könnte hier nachher dann später drauf. Mhm. Sascha hat eine neue Beschäftigung gefunden. Okay, ihr beide habt eine neue Insel voraus, ne? Wisst ihr? Kennt ihr die Lämmlinge? Nein. Aus der Zeit komme ich nicht. Wann sind die Fische aber fertig gebraten, sag mal? Es sind riesige Fische. Wenn der Ofen piept. Wird dann irgendwann piep, piep, piep. Okay. Ah, ich bin gleich tot. Warum bist du gleich tot? Weil ich mich mit dem Hai angelegt habe. Und also solltest gut. Du vielleicht aufhören damit. Dann ist Tachi auch raus.
Problem hat sich geregelt. Haben jetzt eine ordentliche Regelung für die fürs Essen und sowas. Brauchen wir sie nicht mehr. Genau. Das Holz, was da drauf ist, leer brennen, damit ich sie gleich umstellen kann. Ah, sind wir angekommen. Ja, dann musst du abreißen gleich, ja. Deswegen. Sonnenblume. Ja, die stellen wir in die Dings rein. Ja, habe ich gerade erlernt. Wieder ein Dekorationspaket gefunden. Okay, kein Stachy. Wisst ihr zufällig, wo der Hai ist? Weil wenn ich rausgehe, bin ich tot sonst. Jeder steht auch nicht im Weg rum, sag mal. Ja gut, jetzt überlappen sie sich da ein bisschen, aber das ist ja von dem egal. Oder vielleicht kann ich das sogar noch ein kleines Zu bisschen spät. näher daran. Achso, der. Sieht zwar ein bisschen scheiße aus, ist mir jetzt aber egal. So. Wann passen hier nämlich noch passt das Bett nämlich noch perfekt dahin? Oh. Was denn? Ja, weiß. Dann können da drunter noch Kisten hin. Ja, aber du bist oben. Ja, und? Ist doch egal. Das ist die neue nach oben. Das ist der neue Elevator. Macht ihr denn da, ey? Fahrstuhl. Komm her. Ja, ich hacke ist gerade wirklich die so. Bäume auf dem der Inselplatz. Wo war Geht das ja gar noch? nicht. Nee. Wirklich so, ne? Eigentlich gar nicht doof, ne? Aber wie kommst du wieder runter? Läuft man halt runter. Spinner. Kann man nämlich theoretisch. Zack, und dann kann man das Bett noch ein kleines bisschen weiter nach unten machen. Das Bett aus die Höhe machen. Guck mal, dann können noch zwei Kisten da drunter und dann. Na, sogar vielleicht sogar noch drei Kisten drunter. Nee, eher zwei, aber egal. So, ich muss einmal kurz weg, weil ich muss die Wäsche abhängen. Wenn wir uns jetzt raus, das geht jetzt gleich. Ist Also bin gut. ich mal kurz AFK. Ja. Bis gleich. Ja, Bis gleich. gleich. So, super, gut. Da waren die Federn, okay. Wie jetzt einfach doof hier rumsteht. Was, guck mal. Warte, 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 bitte. Ich muss einmal ganz kurz hier. Wann jetzt funktioniert das nicht mehr? Was denn? Eben bin ich gegen ihn gelaufen und ist er hochgesprungen. Ach so.
Essen haben wir Masse, ey, also. Zu spät mitbekommen, ey. Steht auch hier faul rum, ey. Gerade auch gesagt, so er geht kurz AFK und ein paar Sekunden. Der steht auch hier faul rum, ey. Klar, dass man ihn nicht wegschieben könnte. Ja. Ja, du machst Saft. Nee, Cocktail. Oder ein Cocktail. Einen Kokosnussschlag mache ich. Schmeckt lecker. Glaube ich. Aber die heben wir uns auf für Anstoßen, wenn wir die erste fette Insel geschafft haben. So. Was denn? Was denn? Was denn? Mal sehen, ob du es checkst. Die Winkelkatze? Und den Schuh, meinst du, oder was? Der Tisch. Ach so, ja. Cool. So, ich gehe mal kurz nach oben, ne? Jo. Darf ich die Metallbarren kurz da reinpacken? Ich will ihn rausschieben. Sag mal deine ehrliche Meinung. Bist du bis jetzt zufrieden mit meiner Arbeit? Ja, natürlich, warum nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht mochtet ihr ja die Unordnung. Nö, alles gut. Oh, scheiße, kein Schrott. Eigentlich waren da noch 3 Schrott drin. Ja, aber ist zu wenig. Oh, mein Rücken tut weh. Zu wenig Schrott. Shit, ich wollte eigentlich noch duschen gehen. Aber. So, dann holen wir nochmal so einen Schritt hier hoch schnell. Ich wollte dich noch duschen gehen. Geh doch, muss ja hier nur ins Wasser springen. Im echten Leben. Meine Lieben. Zack, zack, zack. Wie süß, zack. Meine Mama hat bei Instagram ein Bild von mir kommentiert. So. Und hat erstmal sehr, sehr viele Fotos von mir geliked. Was ist? Ja. Ha, Mülleimer. Wir haben einen Mülleimer. Er greift irgendwo an.
So, hier bin ich wieder. Ah, BB. Hola. Hola. Hier, guck mal, Mülleimer. Hola, Senorita. Boah, wunderschön. Ey, ey, Alex. Ja. Das sieht aus. Findest du mein schickes Regal? Viel Boah, lustiger. Das ist wirklich wunderbar. Viel lustiger, als wie du mit dem Fisch da stehst. Ich klatsche gleich eine mit dem Fisch. Ich weiß nicht, normalerweise müssten wir weiterfahren, ne? Ach, sind wir noch nicht? Ja, dann fahren wir weiter. Ja, wir können auch gerne stehen bleiben. Nein. Habt ihr schon die Insel hier abgefarmt? Nein. Ich ja. Okay. Auch unter Wasser? Ja. Okay, let's go. Ach so. Den hast du jetzt wieder. Ach so, nee. Okay, gut. Alles gut. Alles gut. Ah, das ist ein Möwe. Ah! Haha. Wir brauchen einen neuen Dingsamter hier. Eine neue. Ja? Eine neue Gabi. Was ist denn mit der alten? Die muss sich abbauen. Bin ich unzufrieden okay. Mit ihr war. Sie hat schlecht gearbeitet. Ja, genau. Ich bin mal so frei und hänge einfach meine Uhr rein, ja? Ja, alles gut. Wo willst du die hinhängen? Die habe ich einfach an den Balken gehangen. Ah, ja, okay, das ist in Ordnung. Da kommt eh nichts hin. Perfekt. Dann wissen wir immer, wie spät es ist. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass die Uhr funktioniert, aber... Es ist jetzt 2:15. Ja. Ja, kommt fast hin. Viel fehlt nicht mehr. Wie mache ich denn das mit dem Ton? Was? Was meinst du? Oh, da vorne ist noch eine Insel. Ja, wie ich den Ton gemacht habe. Den Ton musst du farmen. Ja, habe ich ja, aber... Da brauchst du Sand und Ton. Und dann kannst du daraus diese Klötze machen. Wenn du die hinstellst, trocknen die. Ja. Stimmt. Brauchten wir die für irgendwas noch? Bisher noch nicht, glaube ich. Alex, wie findest du unser neues Bett? Da muss ich natürlich direkt schauen gehen, einen Moment. Boah! Müssen wir leg aufpassen. Leg dich rein. Nicht, dass ich jetzt in der Wand aufstehe. Ah! Ja gut. Fahrstuhl. Ist perfekt. Ist Doppelfunktion. Ist Fahrstuhl und Bett in einem. Ja, exzellent. Besser kann es ja gar nicht laufen. Aber theoretisch bräuchten wir noch zwei, dann könnten wir nämlich abends schlafen gehen und dann wäre es wieder nächster Tag. Ja, dann bauen wir doch. Soll ich bauen? Ja, mach doch. Ist alles gut. Oh, gerne. Insel. Jo, ich habe ja schon drauf zugelenkt. Hab ich schon einen erwähnt? Was denn? Insel. Hier, übrigens ist da drüben eine Insel, die du nicht gesehen hast. Ja gut, dafür brauchen wir Nägel, so wird erstmal nichts. Wir brauchen mehr, ja. Nägel habe ich doch ganz viele. Wie viele? 19. Schmeiß her! Bitte. Thank you very much. Jetzt brauchen wir neues Holz. Der Sack ist wieder am Knabbern. Der Sack. Auf dem Weg. Okay, dann ist der Hai jetzt bei uns der Sack. Okay, der Sack.
Danke, hast du aber ganz schön früh runtergemacht. Leute, kommt mal kurz. Guckt mal kurz hier oben die Bänder vom Bett gucken drüber. Exzellent. Ja, ist ja egal. Ich wollte gerade sagen. Das ist jetzt kein Genickbruch, glaube ich. Oh. So, wer schläft immer oben? Ich. Ist mir egal. Weil, legt euch mal rein, bitte. Ich will das einmal sehen. Nein, wie geil. Ich will auch einmal kommt sehen. Trotzdem oben. Ja, ich will auch einmal. Legt euch beide mal rein. Ihr passt da aber auch noch gerade so rein, ne? Die Bürger, ey. Ein bisschen aber warte. Aus, ey. Keiner achtet drauf, ne? Hier, die Fässer schwimmen hier rechts an links an und vorbei. Ankerlichten! Wir sind gekentert. So. So, jetzt sieht es nicht mehr so gequetscht aus. Und man kommt trotzdem noch unten an die Kiste ran. Oder was sagt ihr? So geht doch, oder? Ja, klar. Legt euch mal beide rein. Sasch, leg dich mal rein. Ja. Ja, jetzt passt es auch viel besser mit den Schultern. Trotzdem ist es wie ein Fahrstuhl. Ja. Ah, hat daneben gebissen. Okay, diesmal hat er nicht daneben gebissen. So war das nicht gemeint. Alles gut, wirklich. Ich werde dann wahrscheinlich morgen früh noch duschen gehen. Ich weiß, wir brauchen es noch nicht, aber. Was denn? Oben, ach so. Oben steht schon was. Wir brauchen auf jeden Fall Kupfer. Also bitte Kupfer mitbringen von der Insel immer. Ach, jetzt brauchen wir Kupfer. Alles klar. Herr Kommissar. Alles klar, Herr Kommissar. Irgendwo ist Sharky. So. Wer hat bitte Plastik in die Holz- und Blätterkiste gepackt? Das kann sein, dass ich das war aus Versehen. Es tut mir leid. Er ist der Schuldige. Er hat den Keks aus der Dose.
War keine Absicht. Kommt nicht mehr vor. Besser. Also. Moin, moin, Johnny. Oh, Johnny. Seize the day. Oh, Johnny. Seize the day. Meine liebe Tachi. Meine liebe Tachi. Ja. Ich kann kein Englisch. Das ist ein Motivationsspruch, der hängt hier. Meine liebe Tachi, bitte lesen Sie Ihre Privatnachrichten. Mit freundlichen Grüßen. Sasch TV unter. Die Jury. So, ich muss auf jeden Fall bald wieder angeln. Können wir hier nicht Kupfer sammeln? Ja, wir werden angegriffen. Hab schon getötet. Wir werden angegriffen einfach. Ich habe gerade eben schon 2 Kupfer geholt, mehr habe ich nicht gefunden. Geh mehr suchen. Manu. Johnny, wie geht's dir? Johnny Depp. Muss doch noch mehr Kupfer geben. Was ist mit dem Hai? Lebt der noch? Ja. Die Tatari. Ich habe die oben erstmal hingestellt. Ne? Also nicht, die stehen natürlich nicht richtig, ist klar. Ne? Es dient ja jetzt nur erstmal, dass ich irgendwo hinstellen kann. Ich möchte das jetzt nicht in die Kisten reinräumen, ne? Nicht, dass, nicht, dass ich das Erbe komme. Oh, scheiße. Trinke Wasser, was nicht gut ist. Den Empfänger und sowas. Oh, ich hole jetzt alles gut, das soll ja später eh oben drauf. Ich gehe das Risiko ein. Alles auf Risiko. Ja, auch gerade die ganze Zeit das Risiko ein und schwimme im Wasser rum. Komm doch, ich knall dich ab. Mit meiner. Na, komm her. Mit meinem Speer. Mit meinem Speer. Mit meinem langen Speer. Wieder richtig machen. Okay. Meine Seegenossen. Meine Seegenossen. Hab ich das wirklich gesagt? Meine Seegenossen. Ja. Hast du. Gut, und dir? Mir geht's auch relativ gut. Grüß mal Jackie. Jackie, soll ich grüßen? Von wem das denn? Von Johnny. Johnny 1999, so. Johnny, kenne ich den? Woher weiß er meinen Namen? Weiß ich nicht. Wir sitzen hier auf einer Insel. Ich würde sagen, wir werden hier noch ein bisschen kampieren und werden hier bleiben und werden jetzt Schluss machen mit dieser schönen Folge. Ich weiß nicht, wie es ausschaut, ob wir Tari noch ein bisschen weiternehmen sollen auf eine weitere Fahrt oder ob sie hier bleibt und sie uns verlässt. Weiß nicht. Tari, wie schaut's aus bei dir? Ich würde mitkommen. Ich hätte Bock. Du kommst doch mit? Okay, das ist cool. Also werden wir sie bei der nächsten Folge wieder dabei haben und ich glaube, sie hat ein bisschen Wind hier reingebracht auf jeden Fall. Ne, Alex, was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Also so, wir hätten kein Häuschen gebaut, bin ich ehrlich. Absolut nee. Nicht. Absolut nicht, wir hätten kein Häuschen gebaut. Das wäre... No. Okay, also, beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Raft mit der lieben guten Tachi. Nächstes Mal ist sie auch gleich an Bord, wir müssen sie nirgendwo einsammeln. Und dranbleiben. Ne? Habt ihr noch was zu sagen? Nein, ne? Also, bis dahin. Liebe Grüße in YouTube. Ciao. Ciao.